Herzlich willkommen in meinem Schlafzimmer. Ich muss den Mund beatmen. Ich finde es tatsächlich erschreckend. Da sind wir! Hello. Erste Fahrt hat funktioniert. So. Geil. Ich muss dazu sagen, es war schon eine Herausforderung für Lisa, da überhaupt reinzukommen bzw. an die Pedale ranzukommen. Ja, rein ging. Also Platz hatte ich genug. Aber jetzt gibt es eine Haustür von unserer. Wir haben gestern Pausentag gehabt. Lisa kam erst gestern Abend, aber bisher hat das Haus auch schon gesehen. Deswegen wollen wir mal ein bisschen zeigen, wo wir jetzt die letzten zwei Nächte waren. Und wir haben auch schon das ein oder andere Abenteuer erlebt, bevor du da warst. Okay. Es gab nämlich einen Regen. Ist hier was? Jetzt schnell die Hot Rods reinbringen, weil wenn die nass werden, dann explodieren die. Es ist alles nass! Mann! Schönes Alcantara-Lenkrad, Junge! Alter, hier steht es was. Nein! Wir sind komplett irren hier unterwegs, Alter. Du musst die Tür abhalten! Nein! Ruhe ins Spiel bringen! Nein! Der Weg wird umgebracht, der Weg! Komm schon! Nein! Lass an den Strand gehen. Ja. Oder Pool zumindest. Einfach im Pool. Normalerweise, wenn man eine Roomtour macht, hast du eine Roomtour von deiner Bude gemacht? Nur auf TikTok. Natürlich nur auf TikTok. Also wenn man Lisa Küppers nicht kennt, Instagram, TikTok, Leute, ja, da ist sie am Start. Aber normalerweise räumt man auch von der Roomtour, oder? Tatsächlich ja. Deswegen kam meine auch sehr, sehr viel zu spät, nachdem wir eingezogen sind, weil es nie gut aussah dafür. Aber hier haben wir nicht aufgeräumt, Leute. So sieht's aus, wenn eine Bombe eingeschlagen ist oder wenn 10 Jungs und jetzt ein Mädchen seit gestern Abend hier für 2 Tage irgendwo hausen. Aber ich muss sagen, als ich ankam, sah es auch schon so aus. Also an mir liegt es nicht. Wir geben euch erstmal hier einen kurzen Überblick. Le Castel Rose ist eine 400 Quadratmeter Villa auf einem 3000 Quadratmeter Grundstück in den Bergen über Cannes in Südfrankreich. Mit 6 Schlafzimmern und ebenfalls 6 Badezimmern bietet sie genug Platz für unsere ganze Hot-Tour-Truppe. Darüber hinaus hat sie einen riesigen Garten mit Außenterrasse, großzügigen Pool und einem mega Ausblick auf die Côte d'Azur. Was das Ganze kostet, seht ihr später im Video. Wir bekommen gleich die richtige Roomtour. Ihr seht gleich mal alles, aber hier sind so ein paar von den Verantwortlichen auf jeden Fall. Ich glaube, allein dieser Tisch beschreibt schon sehr gut, wie hier umgegangen wird mit diesem Haus. Was? Kaufst du? Nein. Und findest du es auch sehr komisch, würdest du 50% abziehen davon, wenn einer nach Hause stinkt, wenn du mit denen intim bist, also küsst du? Was? Was ist denn das jetzt für eine Frage hier? Genug davon, ihr seht schon, was das hier für eine Chaotentruppe ist. Ich zeige euch jetzt erstmal alle Räume hier im Erdgeschoss. So, herzlich willkommen in meinem Schlafbereich hier. Hier habe ich geschlafen, Danny direkt neben mir. Ja, das ist das Wohnzimmer von dem Haus mit Flügel. Micha, du hast schon mal gespielt. Ich kann das fast genauso gut. Ja, da kommt direkt Stimmung auf hier. Ja, und das ist der Essbereich. Nur, ihr kennt es bei uns, hier wird selten an der großen Tafel gegessen. Dafür werden Laptops aufgeklappt. Teilweise saßen hier gleich 5 Leute gleichzeitig dran am Schnitt. Aber ihr sollt ja auch nice Videos bekommen. Oha, das war die Tür zur Küche. Was da drin ist, schau selbst. Wir machen hier gerade Frühstück für alle. Wir haben eine mega geile Küche hier, ein Gasherd, großer Kühlschrank. Also eigentlich alles, was man braucht. So, dann ist das hier mein Raum. Schaut doch mal kurz rein. Das ist hier quasi das Mitarbeiterquartier. Alles sehr spartanisch. Ich habe ein super kleines Bett bekommen. Was für ein Glück, dass ich so klein bin. Hier ist ein Badezimmer, was ich sehr, sehr geil finde, ohne eine einzige Steckdose. Das heißt, ich durfte mir die ganze Zeit da hinten die Haare föhnen. Aber ich wasche meine Haare ja eh nur 3-mal in der Woche. Deswegen passt das schon. Hier schlafe ich hauptsächlich. Ach, einfach. Zwei Badezimmer, ist das denn? Ja, vorsichtig mal aufs Toilette. Nicht, dass du jetzt noch gleich umkippst hier. So. Felix! Ich habe mir zwar noch die Zähne geputzt, aber ich werde jetzt Mund zu Mund beatmen. Herzlich willkommen in meinem Schlafzimmer. Allerdings musste ich mir das heute Nacht mit 500 Mücken teilen. Aber ich finde, es sieht sehr gut aus, im Gegensatz zu den anderen. Das ist das aufgeräumteste Zimmer von allen auf jeden Fall.
Also du bist jetzt erst kurz da. Was ist dein Eindruck von uns 10 Chaoten hier? Kommst du damit klar? Ja, es geht. Nein, ich find's geil. Ich feier's tatsächlich. Ich find's lustig. Ja. Hallo Papa, guck mal, ich kann Hölle. Schön, mein Kind, schön, mein Kind. Oh, guck mal. Gib mal bitte die Corona-Maske raus. Was ist das? Was ist das? Kann ich nicht. Was ist das? Beruhig dich. Beruhig dich. Ja, Freunde, das ist hier der Poolbereich. Ich bin Danny, ich bin bei einer kurzen Etappe mit dabei. Und ja, gucken wir noch mal hier rein. Ja, hier, wie man sehen kann. Achtung, Felix. Ja! Yeah! Und ja, der Pool ist cool. Guckt mal diesen View ganz kurz. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie schön das hier ist. Man kann hier wirklich einfach richtig schön genießen. Und dann hat man auch einen super Blick auf Cannes. Und ich kann einfach nicht mehr dazu sagen, also, dass die Jungs hier auch viel Spaß haben. Und wie geht's dir? Ich trinke. Ja, damit verabschiede ich mich vom Pool. Der cool ist. Dann kommen wir zum höchsten Raum im ganzen Haus, zur vierten Etage, glaube ich. Wir haben 4 Stockwerke und hier hast du den größten Rundumblick. Du siehst hier den Pool, du siehst hier das Meer, du siehst einfach alles komplett. Ja, und hier kommen wir auch zu viert nächtigen, ne? Hast du hier 3 Mädels eingeladen? Ich habe mir hier 3 Mädels eingeladen. Perfekt. Und Izzy. Und Izzy auch noch. Dieses Treppenhaus hier mit den riesigen Fenstern und das alles schön hell macht, finde ich auch sehr nice. Und auf der ersten Etage ist auch mein Zimmer, das ist mein Reich. Ich habe hier so nice gepennt. Ganz ehrlich, ich träume davon, irgendwann so ein Haus zu haben. Das ist so cool. Ich schlafe hier, wache auf und schaue auf das verdammte Meer runter. Auf die Côte d'Azur, auf die French Riviera. Es ist so geil. So, grüß euch, Leute. Mein Name ist Kevin, welcome to my crib. Ja, ich zeige euch mal das Zimmer. Um ehrlich zu sein, ich schlafe im Prinzip nur in der Badewanne. Bett ist unzumutbar. Ja, deswegen, ich kann kaum erwarten, heute nach Marseille zu fahren. Eine vernünftige Unterkunft zu bekommen. Naja, unerträglich hier. In diesem Sinne. Ich habe auch ein eigenes Zimmer gekriegt. Obwohl es auch nur das Ankleidezimmer ist. Ein eigenes Bett habe ich auch. Obwohl es nur das Sofa ist. Aber dafür habe ich einen guten, geilen Blick, von dem man schön die Vögel beobachten kann. Haushälterin, die aufs ganze Haus hier aufpasst und sauber macht und so weiter, aber oh Gott, jetzt ist sie hier. Kevins Idee war, wenn sie im Hotrod fährt, dann ist sie uns besser gesinnt und... Was ist fun? Was ist good? It's good. Ja, du hast Gas gefunden. Also sie wird bei dem Besitzer ein gutes Wort für uns einlegen, das ist klar. Vielen Dank. Vielen Dank dir für deine Hilfe hier bei der Roomtour, aber... Deine Schätzung, wie teuer ist dieses Haus? Ah, 2000 Euro die Nacht. Ja, kommt ungefähr hin, wir haben aber einen Sonderpreis bekommen. Aber, was schätzt du, kostet das zu kaufen? 3-4 Millionen. Ja, wir haben tatsächlich jemanden, den das Ding gehört. Achso. 6 Millionen hat Börge gezahlt vor 3 Jahren für das ganze Haus hier. Jetzt hast du aber gesagt, 7 Millionen kriegst du schon, ne? Redest du mal mit uns? Bitte? Jetzt, Marktpreis, jetzt haben wir hier wie viel? Felix, ich schaue nicht mehr auf Zahlen. Gut, ungefähr 7 Millionen. Wir haben auch mal verglichen mit anderen Häusern in der Umgebung. Würde er wohl dafür bekommen. Aber ganz ehrlich, dafür kriegt man auch ein sehr, sehr geiles Haus. Ich finde es mega geil, weil du kannst hier alles haben. Du kannst so geil kochen, sogar am Pool. Habt ihr vielleicht gar nicht gesehen, hat ein Grill, einen Pizzaofen, eine ganze Küche. Ein Traum, so ein Haus auf jeden Fall, mit Ausblick aufs Wasser. Ich finde es sehr, sehr cool. Vielleicht irgendwann, aber jetzt seht ihr, wir sind hier wieder bereit. Alle Hot Rods sind da, denn es geht auf die nächste Etappe. Und das seht ihr natürlich im nächsten Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.